Hallo Leute, herzlich willkommen zu PP Season Nummer 1, Spieltag Nummer 8 dürfte das inzwischen sein, auch wenn da oben links eine 1 steht. Lass dich nicht davon verwirren, es ist einfach, ey, die ist einfach so, wir akzeptieren das einfach mal so, wie es ist. Wir spielen gegen den guten Dennis, ich habe noch nie gegen Dennis gespielt, also wirklich noch nie in meinem ganzen Leben. Ist, glaube ich, legitim der, nee, ich glaube, gegen Pock hatte ich auch noch nie davor gespielt gehabt, ne? Ich meine ja. Ich habe auf jeden Fall noch nie gegen ihn gespielt, und ich habe natürlich direkt ein Team dabei, wo ich mir denke, das könnte ein ganz interessantes Ding werden. Also, ich kann mir Dick selber auf die Fresse geben, gerade wenn unser Kollege, nenne ich es jetzt mal, Ditto dabei ist, wobei ich damit rechne, dass wenn Ditto kommt, der eigentlich Scarf kommt. Aber naja, und der kommt Gott sei Dank nicht. Wir sehen schon mal kein Marowak. Das ist eine sehr angenehme Sache für Rotom-Fan. Wir sehen allerdings Saat. Wir sehen ansonsten nur Mons, die einigermaßen im Bereich waren, dass ich mir schon fast dachte, dass sie kommen werden. Bedeutet eigentlich, ich verliere wirklich, glaube ich, nichts mit meinem Invalid und kann einfach Free Explosion drücken, wenn ich das möchte. Ich muss natürlich gucken, mit was er leadet. Wenn er mit seinem Savelli Steel leadet, dann würde ich es mir sogar actually vielleicht nochmal überlegen, ob ich nicht sogar einmal wechsle. Aber schauen wir mal. Muss ich mir noch überlegen. Muss ich mir tatsächlich noch überlegen. Das ist tatsächlich actually ein bisschen schwierig dann. Also ich habe mir halt fest vorgenommen, ich will eigentlich mit Carbink immer Trick Roomen und dann richtig Druck aufbauen. Aber das könnte ein bisschen schwierig werden. Also was heißt schwierig werden? Es wird eine interessante Kiste. Lusadin sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Seine Lusadin-Switchens sind sehr begrenzt. Also in Water Spam kommt halt Entoron rein und das war's. Da haben wir ja praktischerweise die U-Turn plus Grass Move bzw. Poltergeist. Es wird immer ein bisschen schwierig. Schofield. Ah, oh, es war glaube ich das Savelli, ne? Ja. War wohl doch ein bisschen zu offensichtlich mit dem zu lieben. Jetzt ist natürlich die Frage, was drückt Dennis? Ich meine, dass ich hier eigentlich nicht unbedingt drin bleiben will, ist eigentlich klar. Gleichzeitig habe ich nicht wirklich den besten Switch in das Teil, weshalb ich im Endeffekt hier, glaube ich, einfach Bizarro-Raum und Boome. Ah, wobei Tarnsteine schon lecker wären, ne? Ich meine, wenn er drin bleibt, ist es vielleicht sogar eher die Tarnsteine. Ich werde auf den Bizarro-Raum gehen, so wie ich das geplant habe. Vielleicht drückt er auf die Kehrtwende oder macht irgendwas ganz Wildes. Dann kriegen wir vielleicht sogar noch die Tarnsteine raus plus Boom. Das weiß ich nicht. Dann komme ich halt nur mit 2 Runden Trick Room raus und das finde ich nicht ganz so gut. Wobei Trevenant vielleicht den einen oder anderen Kandidaten hat, wo ich das schon hinbekomme. Es kommt ein Multiangriff, den überleben wir halt logischerweise. Wunderbar, 1 KP Robustheit. Genauso wie ich mir gedacht habe. Und jetzt gibt es einen Bizarro-Raum. So, jetzt muss ich einmal mir kurz angucken, wie Savellis Death Stats aussehen oder wie gut dieses Savelli das gleich potenziell überlebt. Das könnte nämlich eine wichtige Information für mich sein. 20% mache ich dem halt. Und danach muss eigentlich Lusadin rein, also mein Wishiwashi. Und dann muss der dem eigentlich ordentlich eine reinhämmern. Mein Liquidation macht keinen schlechten Schaden, so ist jetzt nicht. Ha, Explosion oder die Tarnsteine. Ich meine, ich will, glaube ich, den Chip auf dem Savelli fast. Ich glaube, ich will den Chip auf dem Savelli, deshalb würde ich boomen und möglichst viele Trick Room Runden mitnehmen. Ja, Explosion kommt. Hui! Nice. So, es wird natürlich, je nachdem, was für ein Savelli das ist. Also, ich habe jetzt hier Max HP vor mir, es muss nicht Max HP sein. Es könnte irgendwas zwischendrin sein. Könnte nämlich jetzt Wishiwashi reinkommen und mit Erdbeben schon einen Kill ansetzen. Das ist eben die Sache. Ich sage, es wäre auch eine Überlegung gewesen, Sandama hier reinzuwerfen. Aber das sieht mir nach roundabout, sind das 75% von dem Silverly. Könnten sein, sind wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ich würde trotz allem hier auf Erdbeben einfach gehen. Und ein Erdbeben rausschallern. Weil Savelli muss relativ low gebracht werden. Oh, ich hoffe, meine Trick Room Strategie funktioniert. Weil Savelli ist auch so ein kleines Problemchen. Was heißt Problemchen, ne? Der switcht halt in Knockoff von Sneasel ganz gut rein. So, bitte lass das Erdbeben einfach reichen.
Oh, wundervoll! Bitte kein... Okay, es war kein Crit, das heißt, wir haben uns den ersten Kill gesnackt. Und jetzt bin ich actually gespannt, wer reinkommt. Ich meine, eigentlich muss Golduck reinkommen. Ich weiß nicht... Mich wundert, dass er tatsächlich nicht einfach Golduck reingeworfen hat. Aber Savelli Steel erfolgreich wegbekommen. Das ist sehr, sehr gut. Weil das ist ein Mann, was potenziell in Grass Moves von meinem Trevenant reinkommt. Und das finde ich sehr, sehr nice. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich das Saat irgendwie von dem Spielfeld entfernen. Und dann fühlt sich mein Leben einfach schon so viel besser an. Das ist der Wahnsinn. Das Ding ist, Golduck kann meinem Luzzardine gar nicht mal wirklich viel anhaben. Weshalb ich glaube, ich erst einmal eine Runde EQ auch gegen Golduck drücken werde. Um so ein bisschen so zu tun, als wäre ich ein potenzielles Bandset. Und dann muss ich halt mal gucken. Tancredi kommt rein. Ich habe keine Ahnung, wer das... Du kommst rein? Dich baller ich mit einem Aqua-Durchstoß zu. Also dich will ich ja auch erst recht wegbreaken, damit ich dann Poltergeist drücken kann. Das nehme ich sehr gerne. Also ich meine, er kann halt jetzt protecten, wenn er das möchte. Ne? Er kann jetzt Trick Room stallen, aber auch ohne Trick Room bleibe ich da eigentlich relativ gerne drin, muss ich gestehen. Ich weiß ja halt nicht, ob der physisch oder speziell defensiv ist. Ich rechne eigentlich eher mit physisch-defensiv. Danach haben wir aber noch eine Runde und können potenziell eine Hydro-Pumpe abfeuern, die potenziell dann einfach reicht, was super lecker ist. Aqua-Durchstoß kommt. Und wir kriegen den Death Drop. Oh, das ist natürlich dick. Und er hat einen Beulenhelm. Okay. Und Toxin? Toxin Mist, oder? Ach du Scheiße. Was bin ich für ein ekelhafter Lacker? Der wird sich das doch jetzt aufbewahren und in Golduck gehen, oder? Der wirft doch jetzt niemals dieses Ordino so unnötig quasi ab. Der kann halt auch einfach protecten. Das heißt, ich glaube, so oder so ist Kehrtwende der Play. Wobei ich Golduck von mir aus auch andamage. Wobei, danach werfe ich nicht wirklich was for free in den rein. Und dann muss ich... Ja, wobei, Golduck macht mir ja gar nichts. Ich muss ja keine Angst vor Golduck wirklich haben. Golduck ist, bringt mir einfach Momentum. Schutzschild kommt, das habe ich mir gedacht. Deshalb hier einfach noch meinen Aqua-Durchstoß abfeuern. Ist, denke ich, so das Sicherste, was ich tun kann. Und jetzt bin ich am Überlegen, halt auf Hydro-Pumpe zu wechseln. Einfach auch nur... Ja, aber Luxtra, auch wenn er mit einem Bedroher reinkommt, den zimmer ich so viel Damage rein... Und ich brauche diesen Progress, weil ich ja alles nach Möglichkeit anchippen will. Anhand des Damages habe ich jetzt bei Ordino noch nicht so viel gesehen. Ich muss einmal mir kurz Trevenant angucken, wie viel ich mit Woodhammer gegen Fistef mache. Könnte Fistef sein. Machen wir eigentlich immer einen Two-Shot gegen Ordino? Das ist nämlich die Sache. Wir sehen hier nämlich auch, dass keine Leftovers vorhanden sind, was potenziell für eine Citrus Berry als auch für, ich habe keine Ahnung noch was, spricht. Und irgendwas kriege ich jetzt nochmal einen Aqua-Durchstoß rein. Tweener, das klingt nach Entoron. Das ist okay für mich, wie gesagt. Das ist, also das ist wirklich okay für mich. Das gibt mir einfach Slow Momentum in Trevenant potenziell oder in Rotom Fan. Mit Rot... Das war ja, also der, das war kein Switch-In, Freunde. Ich überlege, ob ich jetzt einfach da weiter drauf knüppeln soll. Aber ich verliere halt nichts mit Voltwechsel. Und dann kriege ich Sandama rein. Nee, das ist eigentlich alles okay für mich. Psychokinese kommt von mir aus. Für Macht das ist der Specs oder sowas. 101. Ja, ist schon ein ordentlicher Wumms. Das heißt, wir kriegen jetzt hier an der Stelle wieder Momentum. Kriegen Rotom Fan rein. Drücken mit Rotom Fan Voltwechsel. Also ich glaube, das ist relativ offensichtlich, was wir hier machen. Oh, ich bin sehr froh, dass diese Engine gerade am Funktionieren ist und ich einfach nicht damit einfach komplett reinscheiße. Weil das wäre schon ein bisschen unangenehm. So, das Schöne ist, Entoron ist aber jetzt kein Switch-In mehr für, ich würde sagen, Garn. Also, legitim, der kommt in nichts mehr rein. Der könnte den an der Stelle sogar einfach abwerfen, damit er kein Momentum verliert. Das würde ich sogar sehen als Play. Weil im Endeffekt, ich meine, er kann ihn auch als Zack behalten, dass Luxtra halt jetzt reinkommt, ist klar. Aber dann kriege ich halt quasi mit meinem Sandama wieder ein bisschen Vorsprung und überlege, ob ich mit Double Dance irgendwie weiterkomme. Okay, es kommt aber das Ordoch. Bei Ordoch muss ich jetzt actually einmal kurz überlegen, was ich mache. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Koriander Bizarro-Raum wäre eine Möglichkeit. Einmal in Petersilie gehen und Hydropumpe klicken wäre die Möglichkeit. Ich glaube, die Möglichkeit finde ich sogar am besten. Weil ich glaube, ich kriege nicht nochmal den Moment, wo ich so viel Druck mit dem Teil rausbekomme. Und er weiß wahrscheinlich noch nicht, dass wir mixed sind. Das heißt, eine Hydro-Pumpe könnte reichen. Wenn Knockoff sein einziger Angriffsmove ist, was bei Toxin, Wish und wahrscheinlich Protect hier auf dem Set schon fast klar ist. Beziehungsweise, dass es halt, dass halt Knockoff vielleicht der einzige Angriffsmove ist, dann
wäre das sehr schön. Und eine Hydropumpe könnte hier, glaube ich, sogar reichen, wenn ich mich recht entsinne. Wenn er physisch defensiv ist. Ich weiß natürlich aber nicht komplett physisch defensiv ist. Ob er irgendein weirdes Set ist, was er hat oder so. Toxi. Oh, ich dachte schon ganz kurz, der misst wieder. Und bitte connecte diese Hydropumpe, weil dann könnte der jetzt, glaube ich, einfach weg sein. Das wäre unfassbar lecker. So, Hydropumpe kommt. Connected auch. Ist das Teil damit weg? Schmackofatz. Schmackofatz. Wischi macht genau das, was er tun soll. Ich bin so stolz auf meinen Racker. Es ist der Wahnsinn. Damit sieht Scarf Rotom Fan nochmal 10 Millionen mal geiler aus, weil Entoron und Charizard sind noch da. Entoron potenziell immer noch ein Scarfer. Lusardin hat damit, glaube ich, seinen Job eigentlich erfüllt. Der droppt, glaube ich, jetzt an allem, was reinkommt. Das heißt, ich kann ihn jetzt hier getrost eigentlich auch abwerfen. Ist mir eigentlich jetzt relativ egal, wer reinkommt. Ich glaube, also Luxtra wäre halt offensichtlich. Man könnte hier in Erwägung ziehen, eine Agilität auszupacken mit Sandama. Weil Sandama an der Stelle schon ein knackiger Geselle ist, würde ich sagen. Rapidash wird ihm halt ganz gut Damage machen können, wenn es das will. Aber ich muss einmal kurz gucken. Oh, wobei, vergesst, dass ich sehe den EQ-Damage auf plus 2 hier. Und der ist schon sehr geil. Ich weiß ja nicht, ob ich mit Agilität sicher auch einen Scarf Entoron je nach Speed Investment rausnehme. Weil, wobei Rapidash wäre potenziell sogar ein Kandidat, der gescarft sein könnte. Es nicht muss, aber könnte. Abruzzi kommt. Wer ist das denn? Mensch, Luxtra, damit habe ich nicht gerechnet. So, und du darfst mich äußerst gerne besiegen. Der hat keinen Bedroher. Das ist ein Gutset. Ein Gutset wahrscheinlich, um Dings zu besiegen. Okay. Wir drücken Erdbeben. Also wenn er jetzt irgendwas macht, was mich nicht besiegt. Was potenziell sein könnte. Er ruft zurück. Bitte geh nicht in Saat. Tweener, das ist, glaube ich, das Entoron. Er hat overpredicted. Ja, schade, Entoron. Du hast es actually versucht. Uiuiuiuiuiui. Wischiwaschi reißt hier das Team von Dennis einfach komplett auseinander. So ein geiler Hengst, ne? Oder Fisch, besser gesagt. Sind wir jetzt schon unter 25 wahrscheinlich, ne? Oh, nee. Actually noch nicht, wir bleiben immer noch groß. Das ist nett, würde ich das Ganze betiteln. Ich würde es als nett betiteln. Vor allem darf ich auch Luxtra nicht einfach Free Agilität geben, sodass Luxtra sich dann denkt, so moin Chef, ich bin Guts Agility, ich reiß jetzt dein Team auseinander. Das darf ich garantiert nicht eingehen. Also dann verliere ich das ja auf jeden Fall. Weil das sieht momentan nach Guts, also dass da halt kein Bedroher drauf ist, wundert mich. Weil ich sag, Bedroher war eigentlich immer sehr nice. Also wie gesagt, wenn es ein Gutset ist, dann hat es natürlich auch wahrscheinlich einen ganz anderen Purpose, als ich dachte. Ich dachte, da wird halt so defensives Rest-Talk-Zeug kommen. Vielleicht dachte er sich auch, oh, da ist Clear Body Rokara, aber wahrscheinlich eher wegen Inner Focus Sneasel. Das Schöne ist, wir haben immer noch ein Trevenant in der Hinterhand, was den Trick Room aufsetzen kann gegen Rapidash. Und er hat nur noch drei relativ fixe Mons. Ich darf halt nicht reinkacken. Ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt das machen will. Und er schickt wieder Luxray rein. Ja, es ist okay für mich. Jetzt, du darfst gerne das machen, was du davor geplant hattest, Dennis. Ich werde dieses Lusardin sterben lassen. Das ist okay. Ich gehe auch wieder hier auf Erdbeben. Ich glaube, Aqua-Durchschluss wäre der bessere Play. Im Endeffekt ergibt es aber für mich keinen Sinn, warum er jetzt in Glurak gehen sollte. Außer er will mich in die Form bringen, sodass Glurak einen Bellydrum oder so rausbekommt. Dann wird das eine ganz wilde Wendung und dann war das der größte Missplay meines Lebens. Aber es kommt einfach Stromstoß, er macht sich nochmal ein bisschen Recoil. Das ist doch allesamt Dinge, die ich mitnehme. Und ich schicke meinen Sandama jetzt hier rein. Sandama sollte mal jeden Move leben. Naja, Gutset, wer hätte damit nur gerechnet. So. Es ist halt jetzt so ein bisschen eine schwierige Sache. Weil ich mir gerade unsicher bin, wie viel Guts macht mit Fassade. Adamant würde mich niemals one-shotten. Wenn er Agilität drückt, ist mir eigentlich alles egal. Ich glaube, Agilität ist es hier sogar. Ich hoffe, ich verchoke mir das nicht. Aber ich glaube, sogar Agilität ist es hier. Ja, den leben wir ganz gut. Agilität kommt, damit sind wir schneller als das Teil. Und damit könnte Rosmarin das hier sich schon fast nach Hause holen im Endeffekt. Vielleicht wäre es Erdbeben einfach gewesen. Aber ich dachte, vielleicht geht er sogar in seinen Charizard, um Erdbeben abzufangen und die Nullrunde zu forcen. Jetzt ist halt schwierig.
Ich gehe auf Erdbeben, weil ich weiß, dass ich das Glurak immer besiege. Okay, das sollte ein totes Luxra sein. Wunderbar, sehr gut. Ich habe halt noch keinen Scarfer direkt gesehen. Das ist das, was mich noch ein Ticken stört. Wir chippen halt jetzt alles gigantisch an, was reinkommt. Wirklich gigantisch. Und das ist eigentlich wunderbar. Weil EQ, wir sind halt noch nicht auf plus 2, macht aber gegen Rapidash auch immens viel Damage. Also wirklich immens. Sneasel wird mir wahrscheinlich im Matchverlauf fast gar nichts mehr bringen. Gretchen kommt. Das ist das Galoppa, das habe ich mir gedacht. Das heißt, das ist eigentlich auch genau das, was ich anchippen will. Sodass ich danach eigentlich in Rotom Fan gehe und Donnerblitz klicke. Donnerblitz macht nämlich gegen das normale Rapidash Galar 57 bis 68. Und wir machen dem schon, das ist ein Crit, ach du Kacke. Ja, es tut mir leid, Dennis. Da, also hier sind durchaus unlucky Dinge passiert. Ich weiß nicht, wie hart die teilweise gemeldet haben. So wird halt jetzt die Differenz richtig runtergezogen. Da tut mir jetzt ein bisschen leid, aber ich kann wenig dagegen machen, leider. Es tut mir sehr leid. Ich kann halt nichts dagegen machen. Ja, ist halt doof, dass das mit, dass das Toxin einmal gemisst hat. Und der Death Drop kam. Dadurch konnte ich halt sicher Aqua-Durchstoß nochmal drücken. Ich glaube, das war somit das Schlimmste. Kommt noch natürlich darauf an, ob die Hydro-Pumpe connected hätte oder nicht. Das weiß ich nicht, aber das sind so die schlimmsten Sachen. So, ich rede jetzt hier so, als wäre das Match schon vorbei, aber wenn Steinhagel jetzt misst und da irgendein Fancy-Set mit Flame-Charge kommt, dann ist doof, aber Steinhagel connected, damit dürfte es vorbei sein. GG an Dennis. Tut mir sehr leid, es war ein... Es war trotzdem irgendwie, also für mich, es tut mir leid, wirklich, für mich war es ein cooles Match, das so zu sagen, tut mir leid. Weil meine Strategien einigermaßen aufgegangen sind, das Trick Room hat funktioniert, Lusadin hat reingeböllert wie noch was, Sandama ist auch aufgegangen, vor allem natürlich durch einen Crit. GG auf jeden Fall. Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt so viel zum Kampf sagen soll. Mir fällt legitim nichts ein, was ich groß dazu sagen soll. Also, nee, mir fällt einfach nichts ein, es tut mir leid. Ich würde sagen, damit dürfte ich jetzt 100% sicher in der Meisterrunde sein. Das bedeutet, wir sehen uns da nächste Woche gegen Belex, wo es für mich um absolut gar nichts geht, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, was der Vorteil überhaupt ist, dass ich jetzt Erster werde. Keinen Schimmer, wenn ich Erster werden würde. Entschuldigung, das habe ich komplett falsch formuliert. Schon insgeheim denke ich, der Bernie denkt schon, der wäre Erster. Nee, ist mir halt auch relativ egal, weil Meisterrunde und so. Ja, ich rede mich im Kopf und Kragen. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns nächste Woche nochmal gegen den Spieltag, gegen Belex. Bis dann und ciao.